Einstecken, aufladen und losfahren. Letztes Jahr wurden bei uns über 350.000 Stromer neu zugelassen. Ein Rekordwert. E-Autos sind teuer und gerade schwer zu bekommen. Wegen der Chipkrise und knappen Rohstoffen haben manche Elektroflitzer bis zu 20 Monate Wartezeit. Schneller soll's mit einem Auto-Abo gehen. Die Anbieter versprechen schnelle Lieferzeiten, kurzfristig kündbar und ein Rundum-Sorglos-Paket zum Festpreis. Wie hoch sind die Kosten und für wen lohnt sich das? Das haben wir gecheckt. Und zwar in Wien, auf dem Elektromobilitätsfestival. Hier tauschen sich jährlich 5000 Interessierte über die neuesten Trends aus. Das Gesprächsthema Nummer 1, der klassische Autokauf ist auf dem Rückzug. Immer mehr Kunden wollen sich nicht lange binden und denken über ein Abo nach. Das funktioniert ähnlich wie bei Streamingdiensten. Gegen eine monatliche Gebühr können Kunden das Fahrzeug nutzen und mit Angehörigen teilen. Die Rate enthält alle Nebenkosten wie Zulassung, Versicherungen, Kfz-Steuer, TÜV und Wartung. Nur den Strom zum Auftanken muss man selbst zahlen. Das Konzept stammt aus den USA. Mittlerweile bieten auch bei uns zahlreiche Startups und Hersteller ihre Autos im Abo an. Was sagen die Besucher zum neuen Konzept? Mieten statt besitzen. Ja, die Vorteile beim Mieten statt Kaufen sind ganz klar. Man kann erstmal man muss sich nicht festlegen auf ein Auto, man kann ein Auto auf Zeit fahren. Es gibt ja Tarife, da kann man für 3 Monate mieten und dann sich für ein anderes Auto entscheiden. Und vor allem ist es eben auch viel günstiger, als langfristig sich an ein Auto zu binden. Der Wertverlust und so weiter, den man normalerweise hat beim Kauf, der entfällt da ja. Für mich ist das keine Lösung, weil es zu teuer ist aktuell. Und ich prinzipiell mit dem Kauf gleich teuer komme, aber das Fahrzeug eben danach besitze. Finde ich ein sehr gutes Konzept, vor allem weil man auch die Autos ja dann öfters wechseln kann. Sprich, ich kann im Sommer ein anderes Auto fahren wie im Winter. Das haben wir uns durchgerechnet, das war viel zu teuer für uns. Für wen sich das Abo wirklich lohnt, dazu gleich. Wir treffen Abo-Anbieter Philipp Haller. Seine Firma richtet das Festival aus. Für ihn ist klar, warum das Konzept immer mehr Anhänger findet. Ich glaube, das Hauptthema ist einfach der Service-Gedanke. Das heißt, es gibt jemanden, der sich um meine Sorgen kümmert. Ganz egal, ob ich jetzt die Förderungen abwickle, ganz egal, ob ich jetzt einen Schaden habe, ganz egal, ob ich irgendwelche Wartungsthemen habe. Noch ein Vorteil, Abokunden können regelmäßig und vor allem schnell das Modell wechseln. Das geht beim klassischen Kauf nicht. Hier gibt es gerade bei E-Autos extrem lange Wartezeiten und für einige Modelle sogar einen Bestellstopp. Aber Moment! Wie kommen die Abo-Anbieter jetzt an E-Autos ran? Wir haben schon vor über einem Jahr mit den verschiedenen Händlern, Importeuren gesprochen und haben einfach hunderte Fahrzeuge hier vorbestellt, die jetzt der Reihe nach kommen. Und dementsprechend können wir die Fahrzeuge früher liefern als viele andere. Bei Philipp Haller gibt es einen Kleinwagen im All-Inclusive-Paket ab 220 Euro im Monat. Familienkutschen oder Premium-Modelle bietet er ab 500 Euro an. Das geht auch günstiger, verspricht Veli Cirani aus Bielefeld. Sein Startup lockt mit einer Schnäppchenmiete. Das günstige Auto, was wir anbieten können, ist momentan bei 80 Euro im Monat. Alle unsere Fahrzeuge laufen über die Firma. Diesbezüglich haben wir die Möglichkeit, auch die Förderung anzusprechen bzw. das zu kalkulieren an unsere Preise, dass wir an Endverbraucher dann die gute Preise auch weitergeben können. Einen Mini-Flitzer für 80 Euro im Monat. Viel Stauraum bietet er zwar nicht, aber wer viel fährt, für den ist es eine günstigere Alternative zum Carsharing. Und es kostet genauso viel wie die durchschnittliche Monatskarte für Öffis in Deutschland. Auch von ihm wollen wir wissen, wie kommt er so schnell an E-Autos ran? Frühzeitige Bestellung bei neuem Fahrzeug und wir greifen auf unseren Rückläufer. Diesbezüglich können wir neue Kunden schnellstmöglich ein Fahrzeug zur Verfügung stellen. Das Billigangebot nutzt das Startup als Werbung. Veli Cirani kann den Preis aber nur anbieten, weil er bei diesem Modell auf den Gewinn verzichtet und bei der Anschaffung sämtliche Fördermittel abgreift. Und da ist die Bundesregierung ganz schön großzügig. Bis zu 6.000 Euro Umweltbonus, eine Innovationsprämie, 10 Jahre keine Kfz-Steuer. Fast 500 Euro geschenkt für die Treibhausgasquote, 3% Klimazuschuss für Unternehmer und so weiter. Diese umfangreichen Förderungen sind mit ein Grund, warum es derzeit einen großen Run auf die E-Autos gibt.
Einige davon laufen zum Jahresende aus. Viele Käufer wollen die noch mitnehmen. Die Wartezeit auf den eigenen Neuwagen überbrücken viele von ihnen mit dem Abo. Denn das können die Kunden schon nach einem Monat wieder kündigen. Der entscheidende Unterschied zum Leasingvertrag, der läuft meist über 1 bis 2 Jahre. Beim All-Inclusive-Abo ist zwar die monatliche Rate höher, dafür deckt sie alle Kosten ab, die beim Leasen noch on top kommen. Noch ein Vorteil, weil die Autohersteller immer bessere Batterien entwickeln, droht beim Kauf ein schneller Wertverlust. Beim Auto-Abo tragen die Anbieter das Risiko. Es gibt aber auch Nachteile. Das Auto gehört den Fahrern nicht. Und wenn's mal knallt, kann es schnell teuer werden. Verbraucherschützer warnen vor einer hohen Selbstbeteiligung, denn die liegt oft bei 1000 Euro. Viele Anbieter verlangen außerdem eine Anmeldegebühr und dass der Fahrer das Auto mit Ökostrom lädt. Denn nur so können die Abo-Firmen selbst alle Förderungen abgreifen. Weil die Fahrzeuge vor über einem Jahr bestellt wurden, können die Kunden nur aus dem wählen, was da ist. Wunschfarbe und Sonderausstattung gibt's hier nicht. 2020 wurden bereits 42.000 Autoabos abgeschlossen. Der neue Mobilitätstrend nimmt rasant an Fahrt auf. Schätzungen zufolge sind bis 2030 rund 1 Million Abo-Fahrzeuge auf unseren Straßen unterwegs. Das Prinzip, bei dem man sich um nichts außer um das Laden kümmern muss, eignet sich vor allem für die jüngere Zielgruppe. Denn die muss fast doppelt so viel für die Autoversicherung zahlen wie ältere. Der Verbraucherzentrale Hamburg zufolge ist der monatliche Abo-Preis in etwa so hoch wie die Versicherungsprämie eines Fahranfängers. Heißt übersetzt, für junge Fahrer ist ein Auto-Abo oft günstiger als ein regulärer Kauf. Unser Fazit: Mit den Abos kommt man derzeit deutlich schneller an ein E-Auto. Vor allem für junge Menschen sind sie eine günstige Alternative zum klassischen Autokauf. Das Abo eignet sich für alle, die gerne flexibel sind und sich nicht langfristig an ein Automodell binden wollen. Bei der Konfiguration darf man zwar nicht mitbestimmen, aber dafür umgeht man das Restwertrisiko und hat keinen nervigen Papierkram.